Ja, sehr geehrte Frau Götz-Weimer, sehr geehrter Herr Dr. Weimer, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Markus Söder, sehr geehrter Herr Dr. Weigel, sehr geehrte Damen und Herren. Im Namen der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und der Metallarbeitgeberverbände BAYME, VBN, begrüße auch ich Sie herzlich zum diesjährigen Ludwig-Erhard-Gipfel. Wir freuen uns wirklich sehr, diesen Summit in diesem Jahr erstmals als Co-Veranstalter zu begleiten. Ludwig Erhard ist der Vater der sozialen Marktwirtschaft, zu deren Grundsätzen wir uns als Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft nachdrücklich bekennen. Das deutsche Wirtschaftswunder trägte seine Handschrift. Ich bin sicher, es würde ihm nicht gefallen, dass der diesjährige Ludwig-Erhard-Gipfel in einer auch für die bayerische Wirtschaft äußerst angespannten Lage stattfindet. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland liegt aktuell nicht höher als auf dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Das heißt, wir haben 4 Jahre ohne Wachstum hinter uns. Die Wertschöpfung der Industrie liegt heute sogar niedriger als 2018. Und Fakt ist auch, wir stecken tief im Konjunkturtal fest. Der Standort Deutschland ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Unser Land steigt seit Jahren ab. Wir verlieren sukzessive an Wettbewerbsfähigkeit. Und auch eine Umkehr dieses Negativtrends zeichnet sich für die nächsten Jahre nicht ab. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber für viele davon sind wir selbst verantwortlich. Wir sind als Standort zu teuer, wir sind zu kompliziert, wir sind zu langsam, wir sind zu träge und wir sind leider auch zu alt. Die Folge ist, es wird zu wenig investiert in Deutschland, ausländische Investoren bleiben fern und unsere heimischen Unternehmen investieren lieber im Ausland. Meine Damen und Herren, ich will eine weitere Erklärung dafür hinzufügen. Wir haben es uns in Deutschland in den Jahren, in denen es gut lief, zu gut gehen lassen. Weil das Erwirtschaften gefühlt von alleine funktionierte, haben wir uns einer Wunsch-dir-was-Illusion hingegeben und uns zu sehr ums Verteilen gekümmert. Wir haben keinen Mut zu Reformen und Veränderungen gehabt, die durch die Alterung der Gesellschaft oder die klimaneutrale Transformation schon vor vielen Jahren hätte angepackt werden müssen. Unser Land hat daher Speck angesetzt und es macht es nun einmal schwerer, wirtschaftlich voranzukommen. Meine Damen und Herren, wir werden aus der daraus resultierenden Krise nur herausfinden, wenn wir uns an einem verlässlichen Kompass orientieren. Dieser Kompass kann für uns nur der von Ludwig Erhard sein. Die soziale Marktwirtschaft und die ihr zugrunde liegenden Werte haben aus dem größten Trümmerfeld der Geschichte ein blühendes und weltweit beneidetes Land gemacht. Auf diese Werte müssen wir uns zurückbesinnen, wenn wir unseren Wohlstand auch in Zukunft bewahren wollen. 75 Jahre Bundesrepublik Deutschland, wie wir es in diesem Jahr feiern, sind sicher ein guter Anlass dafür. Die soziale Marktwirtschaft hat uns in der Nachkriegsgeschichte schon aus vielen Schwierigkeiten herausgeführt. Das wird uns auch diesmal wieder gelingen, wenn wir unser Land nach ihren Prinzipien neu aufstellen. Ein Fitnessprogramm für den Standort Deutschland ist überfällig, wenn wir nicht wieder zum kranken Mann Europas werden wollen.
Wir brauchen also eine Agenda für ein starkes Deutschland in einem starken Europa. So wie sie der diesjährige Ludwig-Erhard-Gipfel in seinem Motto zu Recht einfordert. Ich will nur ein paar wenige Stichworte dazu nennen. Wir brauchen bezahlbare Energie. Das erreichen wir unter anderem, indem wir die erneuerbaren Energien schneller ausbauen und das Thema Wasserstoff entschlossen vorantreiben. Wir brauchen endlich international wettbewerbsfähige Unternehmenssteuern, damit sich die Investitionen im Inland wieder mehr lohnen. Wir brauchen ausgabendämpfende Reformen des Sozialstaats. Ansonsten riskieren wir, dass die Unternehmen unter den Lasten ersticken und der Staat noch weniger Mittel für dringend nötige Zukunftsinvestitionen zur Verfügung hat. Wir brauchen Arbeitskräfte. Wir müssen das inländische Potenzial deutlich besser ausschöpfen als bisher. Aber wir müssen auch attraktiver für Fachkräfte aus dem Ausland werden. Wir brauchen deutlich weniger Regulierung und Reglementierung und stattdessen mehr Schnelligkeit, etwa